Zukunft zum 3-Jahrtausend Menschheit out künstliche Intelligenz in Auto 3D seltsam McKenzie YouTube. Heute, am Sonntag, dem 29.08.2021, möchte ich mal ein paar Anmerkungen zur Zukunft machen, denn ich bin der Meinung, vieles, sehr vieles muss dringend jetzt und sofort geändert werden, bevor die Welt an sich selbst und ihren krassen Fehlern untergeht. Ich behaupte sogar, wir stehen an einem Scheidepunkt und eigentlich kurz vor dem Untergang der Menschheit. Das hört sich sicherlich sehr hochtrabend an, aber es ist nun mal so, die Menschheit arbeitet in Wahrheit selbst an ihrem eigenen Untergang. Ein Ersatz für den Untergang der Menschheit steht ja bereits bereit, die künstliche Intelligenz, die derzeit noch in den Kinderschuhen steckt, wird über kurz oder lang die Welt und die Menschheit beherrschen. Offensichtlich ist das von der Natur so gewollt, dass jetzt ein anderer Player die Welt übernehmen soll, denn es war ja schon einmal so. Als die Welt sich gebildet hatte, gab es ja außer Pflanzen überhaupt keine Lebewesen auf der Welt. Die Pflanzen waren die einzigsten Lebewesen auf der Welt, also quasi der Ursprung der späteren Menschheit. Dann kamen die Tiere als neuer Player auf diese Welt und haben den bisherigen Player, die Pflanzen, vernichtet und ins Abseits gedrängt. Die Tiere waren damals so wie heute etwa die künstliche Intelligenz, wesentlich intelligenter und haben nach und nach die Welt beherrscht. Und dann kommt die nächste Stufe der Evolution, der Mensch erscheint auf der Welt noch wesentlich intelligenter als die Tiere, die Pflanzen waren ja schon seit Jahrtausenden out und die Menschen haben dann Zug um Zug die Welt übernommen. Und jetzt im 3-Jahrtausend nach Christi steht schon wieder ein Wechsel an, die künstliche Intelligenz, die ja von der Menschheit selbst entwickelt worden ist, steht vor der Türe. Natürlich steckt die künstliche Intelligenz noch in den Kinderschuhen, aber warten Sie mal ab, die Dekaden werden immer kürzer und schneller. Es könnte schon in den nächsten 2 Jahrhunderten passieren, dass die Menschheit von der sich bis dahin hochentwickelten künstlichen Intelligenz überholt und abgelöst wird. Es hat sich ja zumindest in den letzten 200 Jahren gezeigt, dass die Menschheit nicht in der Lage ist, diese Welt weiter zu dominieren. Denken Sie nur an die letzten 40 Jahre, wir, die Menschheit, haben die Welt nicht nur total übervölkert, sondern sukzessive in den Untergang getrieben. Und das hat uns der Menschheit die Natur übel genommen und uns jetzt die sogenannte Corona-Krise geschickt. Jawohl, ich sage es, die Corona-Krise ist von, Klammer auf Gottes Klammer zu, Naturwille gewollt und als Bestrafung geschickt worden. Wir, die Menschheit, werden das Corona niemals beherrschen können und bis ins nächste Jahrhundert damit als Strafe leben müssen. Sehen Sie doch, alle Versuche der Linderung durch Medizin und so weiter sind kläglich gescheitert. Und es wird noch schlimmer kommen, ich behaupte, die Corona-Krise dauert noch mindestens bis Mitte des 21. Jahrhunderts, also etwa bis ins Jahr 2045, und wird bis dahin mindestens die Hälfte der Menschheit, etwa 4 Milliarden Menschen, dahingerafft haben. Das können wir machen, was wir wollen. Die Corona-Krise ist, Klammer auf Gottes Klammer zu, Naturwille und dürfte eine Strafaktion zum tatsächlichen Ende der Menschheit sein, an der wir nichts mehr ändern können. Alle Versuche mit neuen Impfstoffen oder klimatreuen Lebensweisen werden ebenfalls kläglich auf Dauer scheitern. Wir, die Menschheit, haben es uns selber zuzuschreiben, wir haben übermäßig und verschleudert in den letzten 40 Jahren gelebt, um Party machen zu können, die Natur total zerstört und sind heute am Ende der Menschheit noch nicht einmal mehr in der Lage, uns zu mäßigen und machen in Wahrheit immer wieder weiter so wie bisher. Und das wird dazu führen, dass am Ende dieses Jahrhunderts der totale Kollaps da ist und es wird nichts mehr nützen, dass wir jetzt anfangen, klimafreundlich und umweltfreundlich leben zu wollen, es ist einfach zu spät. Und der Nachfolger der Menschheit, die künstliche Intelligenz, steht ja bereits zur Weltübernahme bereit und wird ihr Ziel zu Anfang des nächsten Jahrhunderts bestimmt erreicht haben. Und glauben Sie mir, das wird kein Zuckerschlecken für die Menschheit, uns könnte es genauso ergehen wie den Tieren, die an ihrem Weltherrschaftsende von den Menschen unterjocht wurden und sich nicht mehr weiterentwickeln konnten. Wären damals die Menschen nicht gekommen, um den Tieren die Weltherrschaft zu entreißen, hätten sich die Tiere sicherlich so entwickelt wie die Menschen und die Tiere könnten heute lesen, schreiben und rechnen und so weiter.
aber das wird jetzt eben mit der Menschheit gemacht. Der neue Player, die künstliche Intelligenz, wird der Menschheit haushoch überlegen sein und nur wenig Probleme haben, die Menschheit endgültig auszurotten. Ich behaupte sogar, dass es in 200 Jahren so sein könnte, wie damals bei den Tieren. Die Reste der Menschheit werden in Käfigen und Ställen gehalten, täglich von der künstlichen Intelligenz gefüttert und müssen dort ihr Leben fristen. Aber dann könnte es so kommen, dass die künstliche Intelligenz den Rest der Menschheit als überflüssige Fresser ansieht und endgültig eliminiert. Wir werden es alle sicherlich nicht mehr erleben, aber ich denke, in 200 Jahren könnte es soweit sein. Nur noch in den Geschichtsbüchern der künstlichen Intelligenz wird von der ehemals existierenden Menschheit gesprochen, von der aber im Jahr 2250 nach Christi niemand mehr übrig geblieben ist.